wieder draußen. Heute mal was ganz anderes. Ja, das ist unser vereinbarter Treffpunkt. Mal sehen, ob er das findet oder ob er sich hier verläuft. Ich bin gespannt. Urviech, Bushcrafter und Naturbursche. Ja, da ist er. Ah. Da ist er. Haben wir gefunden? Ja. Ja, Mensch, also hier ist super Empfang, ne? Ja, glaube ich auch. Mit den Koordinaten. Schwarze Herrenschokolade. Schwarze Herrenschokolade, guck mal hier. Für den edlen Mann. Ja, sehr, sehr nett. Sortes. Okay, das ist jetzt zu schwierig zum Erklären. Das bin ich. Ich habe auch noch das mitgebracht. Alter Schwede. Guck mal hier, ich krieg Geschenke. Den brauchen wir. Ah, wie? Den kein Geschenk? Wir. Ich dachte schon, es gibt Geschenke heute. Aber gibt's nicht. Ja, guck mal hier, ich nehme das mal raus, dass ihr das auch alle seht. Der hat hier einen Campingkocher mitgebracht. Ja, ich wollte jetzt kein Lagerfeuer hier machen. Das sieht hier nach Thomas Phillips aus. Schön. Ja. Und ne? Gibt heute Kanne? Fichtentee, ne? Fichtnadeltee. Fichtnadeltee, ja. Das wird lecker heute. So. Sortes. Freut mich hier zu sein. Ja, ich habe den Kerl hier mal eingeladen, weil ich habe gehört, du trinkst genauso gern Met wie ich. Das ist wahr. Ich habe auch zwei Flaschen mitgebracht vom Imker. Oh, sehr schön. Vom Imker. Das ist immer gut. Wird auch auf dem Weihnachtsmarkt vertrieben, der Met. Und ich fand den bis jetzt eigentlich immer ganz gut. Ja, ich habe dir diesen Kirschmet hier mitgebracht. Ich habe auch noch normalen. Ja, die Marke gibt es seit 1960 von der, was war das? Metkellerei Tauern, und der wird in Bielefeld vertrieben, wird auch auf dem Weihnachtsmarkt angeboten, die haben da einen Stand und ich trinke da halt öfter den Met, wenn ich mal in Bielefeld auf dem Weihnachtsmarkt bin. Deshalb habe ich mir gedacht, ja, nehme ich den mal vom Imker mit, und wir beide waren uns ja eh einig, haben wir gesagt, dass wir jetzt halt keine großen Marken hier testen wollen, sondern ein bisschen was Feineres, Kleineres. Ja, zeig mal her das gute Stück da, ich will auch mal gucken. Sieht so auf jeden Fall sehr schön aus. Acht Umdrehungen. Mal sehen, wie das schmeckt. Ich habe heute mein größtes Horn mitgebracht, was ich finden konnte. Guck mal hier, wie süß. Zeig mal deins. Guck mal hier. Ja, ja. Ich hatte die Wahl, nimmst du das 0,2er mit oder nimmst du das 2 Liter Horn mit? Ne? Dann ja, habe ich das kleine genommen. Ja, ich hatte noch eine Nummer kleiner, aber das passt nicht zu mir. Ne? Ja. Erstmal hier schön was einfüllen. So. Oder warte, kipp doch einfach rein vom Horn. Dann habe ich gleich deinen Dreck drin. Dann hat er gemeinen Dreck. Eklig, der Typ. Und meinen Dreck. Ja, haben wir gleich viel. Schneide ich raus, alles gut. Ich stehe auf den Dreck von seinem Horn. Skoll. Skoll. Sehr geil. Der ist auch nicht so süß, ne? Der hat so... Nee. Und der Nachgeschmack. Sehr schön. Der Nachgeschmack. Also Respekt hier, Firma Tauern, oder wie heißt der? Ja, Tauern. Das ist 75% Met und 25% Kirschsaft. Also eigentlich ein Mischgetränk. Aber lässt sich gut trinken. Ich habe ja mit den Machern auch privat gesprochen. Und die haben gesagt, die brauchen Monate für Rezepte und so. Und die haben die Rezepte auch ganz, ganz, ganz geheim. Bald wechselt der Besitzer und da gucken sie dann, wie sie dem dann die Rezepte beibringen und alles. Also das hat schon eine Tradition, das finde ich halt gut. Ja, das muss man unterstützen, ne? Die kleinen Betriebe, die können schon was. Deswegen hört auf, bei den großen Konzernen zu kaufen, geht zum Imker, ne? Ja, das, darauf trinke ich. Stößchen. Was ich noch loswerden möchte, ist, dass mich stört, dass die Leute bestellen sich Schulmaterialien. Was weiß ich? Feuerzeuge, Ausrüstung aller Art. Das ist für dich ein Schulmaterial. Naja, ich meine so allgemein, die bestellen alles im Internet. Ja. Aber bei so einer Flasche Met oder so, oh nee, warum soll ich das denn im Internet? Ich fahre gerade los. Das ist doch Quatsch. Ich meine, ich habe mir auch schon mal Bier bestellt aus Bayern, aus Berchtesgaden. Richtig Berchtesgadener Bier. Und ich meine, die Leute, die das da brauen, die zu unterstützen, finde ich echt, das ist wichtig, wie du sagst. Ja. Das ist... Also es ist wirklich wichtig, dass man auch die kleinen Leute unterstützt, ne? Weil... Oder den eigenen Imker bei sich um die Ecke. Genau. Regional halt, ne? Muss ja jetzt nicht der hier sein. Also in der Regel stellen alle Imker ihren eigenen Met her. Wenn nicht, dann tut's mir leid.
Da musst du drauf hinweisen. Dann solltet ihr den mal darauf hinweisen, dass er gefälligst mal Met produziert. Genau. Ja. Wenn ihr alt genug seid, dürft ihr den auch trinken. Ja, 16 glaube ich, ne? Ja, in Deutschland ab. Ja, in Deutschland ab 16, ja. In unserer Jugend glaube ich ab 10. Oh, warte, ich bin noch gar nicht so weit. Der hat gerade seinen Met hier warm gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich da drin? Oh. Ist leer? Ja, immer rein damit. Wie geil das ist, heißen Met aus dem Horn. Ja. Es gibt schönen Hornaroma. Egal. Hier wird brüderlich geteilt, das ist immer gut. Ne? Jetzt testen wir den ganzen mal warm. Jetzt so kenne ich ihn vom Weihnachtsmarkt. Ja, ja. Das Horn kommt durch. Kennst du das eigentlich auch? Sprudelwasser aus der Tasse? Habt ihr schon mal Sprudelwasser aus der Tasse getrunken? Also das schmeckt so schlecht. Das ist, Met darf man nur aus dem Horn trinken. Ne? Ah, ja. Also, das ist wie, du wirst ja Bier auch nicht aus dem Rotweinglas trinken. Ne? Das ist, ja, das passt nicht zueinander. Das schmeckt stimmt. Nicht. Met nur aus dem Horn, höchstens ein sauberes Glas, aber bloß nicht irgendwie in der Tasse oder sonst was, wie es auf dem Weihnachtsmarkt manchmal ist. Ne? Ja, das schmeckt nicht. Recht hast du. Ja, beim Weihnachtsmarkt wird dir oft so ein Glas angeboten. Und also wirklich so ein Becherglas, kennst du, ne? Ja, klar, kenne ich, ja. So ein ganz normales Glas mit Henkel. Also, nee, weiß ich nicht. Aber klar, können sie natürlich nicht jedem da irgendwie ein Horn geben, ne? Nee, klar. Die werden sofort verschwinden auf dem Weihnachtsmarkt. Ey, da spreche ich mich jetzt schon schuldig. Ich glaube, die hat jeder die Sammlung vom Weihnachtsmarkt zu Hause. Eine Tasse nimmt man mal mit. Vor allem auch so Burg-Festivals, wo diese Tondinger. Ja, wir machen den Schrank zu Hause auf und dann stehen auf einmal 30 verschiedene Tassen und wir wissen gar nicht, wo die herkommen. Dann musst du mal abgehen, dann bist du reich, das Pfand. Ja, ich habe hier den nächsten. So sieht das Ganze aus. Das ist von Bienenhausvertrieb Ralf Kahlenberg aus Greven. Den habe ich vom Düsseldorfer Weihnachtsmarkt. Habe ich schon öfter getrunken, ist auf jeden Fall sehr lecker. Ich bin schon gespannt, wie Sortes den so findet. Ja, den machen wir jetzt mal auf. Schön ist erstmal kein Plastikgedöns oben. Respekt. Gib mal hier dein Horn. Jo. Füllen wir direkt mal was ein. So. Ich wollte gerade sagen, mach voll, aber so, vier nee. Schluck. Vier Schluck. So. Gutes Maß. Das ist jetzt. Was ist das? Lindenblütenmet oder was ist das? Was steht denn da drauf? Alkoholisches Getränk. Wer hätte das gedacht? 12 Umdrehungen. Honigwein, Apfelwein, Rohrzucker und Sulfite. Ja. Ja, egal. Also gemischt. Ja, wir gucken mal. Ja. Prösterli. Weißt du, wonach das schmeckt? Das hat so ein bisschen so ein Rumaroma, ne? Ich kann es gar nicht beschreiben. Der ist so klar und rein. Der hat nicht so ein breites Aroma. Das ist wie, ich kann das jetzt nur mit Wodka vergleichen. Wenn du einen Wodka trinkst, der nach nichts schmeckt, dann ist es für mich ein guter Wodka und der schmeckt kaum. Ja, der ist sehr mild auf jeden Fall. Ja. Und nicht so süß. Also ich mag das nicht, wenn die so richtig süß sind. Ja, da kriegst du auch Kopf. Nee, das ist ein. Nee, wirklich? Der ist gut. Also wenn ich auf dem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt mich rumtreibe, das ist übrigens meine Hut. Da wohne ich aber nicht mehr. Braucht mich also nicht suchen. Spaß. Wenn ihr ihn suchen wollt, dann müsst ihr hier. Ja, wenn ihr mich sucht, dann ich bin im Wald. Da hier findet man ihn. Suchen kann man dich ja überall. Jo. Aber nicht überall finden. Ich schicke euch die Koordinaten. So. Nee, aber wirklich sehr lecker. Nicht zu süß, sehr mild. Da kannst du am Abend eine Flasche von trinken. Ja, da also wenn du das möchtest, ne? Also das kann man. So, der gute Herr, der schüttet erstmal hier ja sich selbst ein, ist klar, ne? Man ist sich ja selbst am nächsten. Stimmt. Ja, Rest für dich. Guck mal hier, Horn schon fast voll hier. 0,2, ne? Ach komm, hier, einen kleinen Tropfen. Ah ja, komm. Der letzte Lusttropfen. Ah, nee.
So. Boah, ja. Der riecht wie Glühwein, ne? Der riecht jetzt mehr. Ja, ne? Ne? Aber ich finde, der riecht wie Glühwein jetzt auf einmal. Der riecht mehr jetzt. Oder wie so eine Feuerzangenbowle oder sowas. Oh, gut. Wenn mein Opa die gemacht hat, kannst du nicht so vergleichen, oder? Ja, guck mal hier, ey, die Hörner, ne? Das ist so nicht normal. Schon peinlich hier mit dem kleinen Ding. Der ist heißer als eben. Jo. Der schmeckt, finde ich, warm besser. Der andere eben war gleich so, war beides nicht schlecht. Der schmeckt warm besser. Also der schmeckt richtig gut, ne? Ja, der ist warm, hat also, ja viel mehr Aroma irgendwie. Also ich finde, du schmeckst auch ein bisschen diesen Apfel, diesen Apfelwein. Ja, so. Ich weiß nicht, ob du Cider schon mal so getrunken hast, aber das kommt schon ganz schön durch. Aber ist lecker, wirklich. Ja, Respekt an den Macher. Also schick, lass mal ein paar Flaschen rüberwachsen. Hier ein Kasten an Sortes, ein Kasten an Urviech. Passt schon. Aber Geld ist es wert. Nee, es schmeckt wirklich gut. Ja. Das ist der erste Met, an den ich mich jetzt so erinnere, weil sonst hatte ich, ich habe ja öfter mal getestet. Aber der schmeckt echt warm besser. Das ist selten. Also Düsseldorfer Weihnachtsmarkt, da gibt es den. Und wo ich den schon mal gesehen habe, ist auf dem Spektakulum, ein Mittelalterfestival. Da habe ich ihn auch schon mal gesehen. Da war ich auch schon mal. Ja. Den könnt ihr unterstützen, das schmeckt. Auf jeden Fall. Ja, vielleicht sollte man dazu sagen, wir machen hier keine Werbung für irgendwen. Das ist von uns freiwillig. Wir haben gesagt, wenn wir sowas machen, dann machen wir das bei den kleinen Imkern, ne, die auch wirklich noch richtig Liebe und Handarbeit da reinstecken und nicht bei irgendwelchen großen Konzernen. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe oder du. Ich hatte es eben einmal kurz angeschnitten. Man kann es ja nicht oft genug sagen, ne? Das hatte er mir von Anfang an gesagt. Und es ist interessant, wie oft wir so auf der gleichen Wellenlänge sind. Ich habe mir das im Vorhinein auch schon gedacht. Ne? Und, aber es war echt schwer, da einen zu finden. Ne? Ja, hier kommt doch schon die nächste Flasche. Die ist tatsächlich von demselben. Die habe ich aber aus Osnabrück, also wo ganz anders her. Ja, scheint sich wohl zu verbreiten, der Typ. Nach altüberliefertem Hausrezept gebraut. Ja, seit wann braut man Met? Aber okay. Wird Met gebraut? Nee, ne? Das wird ja angesetzt. Gebraut würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Ja, weiß aber du nicht. Weißt ja, woher der Met kommt, ne? Vielleicht ist es auch einfach nur für das einfache oder? Volk so. damit es kauft. Ja, auf jeden Fall hier sieht wunderschön aus. Sehr schönes Etikett, paar Bienchen drauf. Hier steht drauf: hochwertiger reiner Bienenhonig sowie langjährige Erfahrung garantieren Ihnen stets gleichbleibende Qualität. Das ist auch schon mal schön. So, mal gucken, wie er schmeckt. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, ne? Ja, let's go. Machen wir das Ding mal auf. Auch wieder hier kein Plastik, super. Du als erstes hier. 4 Schluck. So, für mich auch hier. 4 Schluck. Ne? Prost. Skull. Mal gucken, wie der hier mundet. Oh, was ganz anderes irgendwie. Der ist süß. Ja. Was hat der denn für einen Nachgeschmack? Da steht herb drauf. Ja. Also der ist auf jeden Fall. Der hat einen. Ja. Boah, der hat. Trocken. Der hat einen. Rotweinaroma. Kennst du diesen Blütenhonig, der so richtig so nach verschiedenen Blumen schmeckt? Ja. So schmeckt der hier, ja. Finde ich. So, der schmeckt nach Blumenaroma irgendwie. Ich kann das. Blumen? Ja, was soll ich? Ja, hier, so wie das Etikett ist. Der schmeckt nach Blumen. Genau so schmeckt er. Habe ich noch nie getrunken, so ein Miet. Der schmeckt so richtig. Hat auf jeden Fall was. Ist interessant, ne? Jo. Den würde ich mir am liebsten aufs Brot schmieren, so schmeckt der. Aufs Brot schmieren, ja, das ist eine gute Idee, ja. So, der nächste. So, bin schon gespannt, wie das im warmen Zustand schmeckt. Genau. Boah. Schön heiß. Bei der Kälte optimal. Da soll einer mal sagen, Alkohol wärmt nicht bei Kälte. Wenn er warm ist, wenn er warm ist, dann geht das, ne? Ja. Also ich weiß ja nicht, was du da immer mitbringst, aber die schmecken wärmer, besser. Ja? Ja, ich,
weiß nicht, wir trinken den Met also ja ich? Auch praktisch auf Minusgraden. Ne? Also, aber er schmeckt einfach besser, wenn er warm ist. Ich weiß ja nicht, wie viel Grad aktuell sind, aber der ist schon hier unterm Gefrierpunkt eigentlich. Ne? Ihr kennt doch sicherlich alle, und du auch, den Wikinger-Met, ne? Diesen Massenproduktion. Der schmeckt warm, nicht so gut. Das ist einfach eine, kann man trinken, aber das kannst du, finde ich, nicht vergleichen mit dem hier, weil der hat einfach Geschmack und der schmeckt nicht einfach so. Ne? Also ich finde, die sind schon gut. Also heiß ist da auch nicht mehr so herb, ne? Der ist einfach, so soll ein Met schmecken. Aber ich finde, der kommt schon an so einen Weißwein ran, so leicht. Aber an einen guten. Also jetzt so ein... Nicht, was die Leute da manchmal zum Kochen nehmen, also so wirklich... frisch gefangener Lachs jetzt und dann hier so ein Hörnchen Met, ne? Oh, jetzt habe ich Hunger. Jetzt hat er Hunger. Wir haben doch was mit. Kannst du Schnee essen? Ja, nee, wir haben ja noch Herrenpralinen. Wir haben die Herrenschokolade. Ja. Müssen wir auch noch mal probieren. Soll ich die mal holen? Warum ja, komm, nicht? Ich hole die mal, ja. So, der Herr hat mir hier dieses schöne Geschenk mitgebracht. Das machen wir direkt mal auf. Als hätte der meinen... Dankeschön, hier, schönes Messer. als hätte er meinen Geschmack getroffen. Ich hoffe Grappa es. Und Whisky, das ist ja schon mal... Ja, das ist was für Herren, ne? Whisky? So, unser Müll nehmen wir natürlich mit, ne? Ach, kannst du reinstecken. Sehr schön. Hier, du darfst die erste probieren. Oh! Alter, guck mal, die frieren schon fest. Was hier, ist das denn? Du darfst eine gefrorene haben. Was ist das? Ey, die sind original hier festgefroren. Das ist wie Eiskonfekt aus dem Kino. Das habe ich noch nie gesehen. Okay, ja. Ich nehme mal so einen Whisky hier. Ja, schmeckt gut. Also falls ihr euch fragt, was das ist, also Schokolade und innen drin ist einfach nur flüssiger Whisky. Ja, lässt sich essen. Muss mich erstmal dran gewöhnen, gerade an diese Geschmacksexplosion, weil du hast hier kalt, warm, jetzt auf einmal Whisky, ja, dann, eiskalt. Dann reden wir von Lachs und dann essen wir Schokolade, ne? Ja, ein Lachs wäre jetzt nicht schlecht. Jo, Lachs wäre gut. Gibt's hier irgendwo einen See? Hätte ich mal mein Flammlachsbrett mitgenommen, hätten wir mal hier so einen Flammlachs machen können. So. Darf ich was spoilern? Was? Und vielleicht auch so eine kleine Hoffnung aussprechen. Also, dass der Plan ist, dass wir irgendwann nochmal losziehen und so ein kleines Lager aufbauen. Das lässt sich machen. Wenn man da eine Flasche Met mitnehmen kann, bin ich dabei. Und ein bisschen was zu essen? Ja, das schießen wir uns. Jeder Hund, der nicht im Wald angeleint ist, der sollte sich vor mir und Sortes fürchten. Nächste Flasche. Nächste Flasche. Das ist halt der von eben, nur halt diesmal in Gold. Dann wollen wir mal aufmachen. In Gold, ja, warte, ich wollte es noch so ein bisschen schick machen. Ich habe da mal was mitgebracht hier. Kriegt das gerade nicht auf hier? Kriegst nicht auf. Ja, warte, ich gebe dir mal mein Messer. Bitteschön. Ja. Geht. Das sieht doch aus wie vom Urviech. Ja, das ist urig, das gehört. Hier, das ist mein Messer. Das kommt dir neben das andere. Wo ist denn das? Meins ist schon wieder eingesteckt. Ich habe da mal was mitgebracht. Und zwar habe ich hier meine Fat Rope. Die habe ich erst letztens hergestellt. Wird gerade nämlich dunkel und ich dachte, ich mache mal so ein paar Dinger hier an, damit das alles ein bisschen gemütlicher wird und uns noch ein bisschen Licht spendet. Würde ich jetzt nicht in der Wohnung entzünden, aber... Habe ich tatsächlich in der Bude gemacht. Echt? Ja klar. Stinkt das nicht? Nee, ist wie eine Kerze, ne? Ach was. Also nicht schlecht. Haben mich Leute gefragt, wie lange das brennt. Ich habe gesagt, so eine Stunde. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt lassen wir es mal brennen, wie lange das tatsächlich hier brennt. Ich stecke das mal hier rein. Also ich denke mal, so, das brennt länger als eine Stunde. Bin ich mal gespannt. Was aussieht wie ein 100-Leckerli? Liefert schöne Wärme, ne? Schon ganz angenehm. Das liefert auch Wärme. Bitteschön. Danke. Hier, Met, Göttertrank. Sehr schön. Ah,
Dann bin ich mal gespannt, was du von dem hältst. So, Brüsseli, ne? Prost! Und? Der hat auch so was Blumiges irgendwie. Aber, wie gesagt, also den trinke ich ja schon gern. Ja. Ja? Hm. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, das ist der Beste. Ich glaube, den Besten gibt es nicht. Es kommt immer auf meine Laune an. Aber der ist gut. Ja, das stimmt. Das ist... Also manchmal trinke ich auch gerne so einen Rotwein, aber manchmal kann ich den nicht sehen und dann gibt es halt was anderes, ne? Als ich bei meinem Bruder war, da hat die Freundin von meinem Bruder, die hat so bei irgendeinem Weinexport, was weiß ich, da irgendwas bestellt. Da hatte ich den besten Weißwein in meinem Leben. Also wirklich, das, egal was für eine Flasche du genommen hast, es war... Und darum ist es gibt echt Unterschiede, wenn ihr jetzt von der Massenproduktion mal wechselt auf sowas hier. Das ist... Ich bin gerade echt am Überlegen, wonach das schmeckt. Ich kann es selber gar nicht zuordnen. Es ist auf jeden Fall sehr honigmäßig. Ne? Das ist, ich weiß nicht, aber so ein bisschen Lavendel schmecke ich da. Ich habe gedacht, so Kornfeldhonig. Kornfeldhonig? Kornblumen? Ja. Also Kornblumenhonig, ja. So ein bisschen, ich weiß nicht. Aber kann man zu sagen. Aber von dem, denke ich, kannst du jetzt nicht saufen ohne Ende. Ich glaube, der ist... Der ist gefährlich. Ja. Oh. Ja, der kommt gut, ja. Wenn er warm ist, ist er... Jo. Wolltest du noch? Ja, gib mal her. So. Ah, Entschuldigung, wo sind meine Manieren? Komm. Beim zweiten schmeckt es besser. Jo. Oh, sehr heiß, aber auch sehr mild. Ne? Also ich glaube, das ist der mildeste bisher. Warm ja, ne? Ja, warm ist ja so das mildeste, was wir bisher hatten. Also das mildeste fand ich bis jetzt den roten davon. Weil, klar. Ne? Ja, aber das kannst du ja nicht vergleichen. Das ist ja so mit Saft, ne? Und dieses Kirsch. Von den goldenen... Ja. Im Geschmack voll. Aber... Vom, wie nennt man das, vom Brennfaktor her, weißt du, was ich meine, ne? So. Ja, 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 das, dieses Brennen, ja, ja, klar. Da ist er echt der mildeste, ne? Darum, da trinkst du auch ein paar von auf dem Weihnachtsmarkt und dann... Ja. Das ist gefährlich. Nee. Welcher war das jetzt? Den ich mitgebracht hatte, ne? Nee, das... Entschuldigung. Das war der hier. Ja, das war der, ne? Sehr gut. Der ist echt gut. Wenn ich mal in Bielefeld sein sollte, dann werde ich mir den auf jeden Fall mal zulegen. Man kommt ja mal rum. Man verschlägt es einmal dahin, ne? Ah, die Stadt hat ein gutes Angebot. Ich bin auch, als ich noch jugendlich war, wenn ich mal wo einkaufen wollte, Bielefeld. Ich musste da gerade 3 Stück zusammenstecken, weil die uns hier total voll geräuchert haben, ne? Aber jetzt haben wir da einen riesen Feuerball. Junge! Junge, ja, genau. Ja. An den Dinger muss auch noch ein bisschen feilen. Aber ich finde die Idee finde ich total genial. Also als Fackel vielleicht nicht so geeignet, aber... Guck mal hier, wie lang die Flamme jetzt ist. Ja, brennt jetzt übrigens schon, ja, weiß ich nicht. Was sagst du? Also jetzt, wenn man das zusammennimmt, 40 Minuten. 40 Minuten, ja, kommt so hin, ne? Mit ein bisschen ich hätte jetzt auch gesagt, halbe Stunde, ja, 40 Minuten. Ne? Fusion! Ja, das ist schon echt klasse, ja. Ja, aber zurück zum Met. Auf jeden Fall sehr geil. Ja, finde ich auch. Also, der warm, kannst du den echt super trinken. Einen haben wir noch vor uns. Einen haben wir noch. Alle guten Dinge sind 5, ne? Ja, das ist persönlich mein liebster Met. Das ist Wild Rose L4 Met. Da steht auch überhaupt nicht drauf, woher das kommt. Habe ich tatsächlich auch von einem Mittelalter-Festival, beziehungsweise Mittelaltermarkt. Also wenn ihr das seht, kauft den. Wirklich sehr lecker, auch dieses... Ja, diese Rose, die da rauskommt. Ne? Deswegen
Ich feiere den einfach. Vorgestellt hast du ihn ja schon? Ja, den habe ich jetzt schon vorgestellt. Aber bevor es soweit ist, habe ich auch noch was für dich. Hm. Ja, du sahst eben so traurig aus. Er hat mir so ein schönes Geschenk gemacht und dann dachte ich, nein, Spaß, ich habe tatsächlich auch an sowas gedacht. Hast du Pralinen oder was? Nee, besser. Uffi, ich verschenke keine Pralinen. Ein Schnitzel. Alter, wo habe ich's? Ich wollte ihm eigentlich ein Messer mitbringen, aber ja. Ich dachte mir, nee, das mag der nicht. Boah. Der will ja nur Holz. Ich find's nicht. Doch, ich find's. Bitteschön. Was ist das denn? Ach was. Das ist ein Axthalter. Das ist ja genial. Mit dem Thors Hammer. Ja, komm mal her. Ja, mit Thors Hammer. Komm mal her hier. Ah, oh, ja, ja, hier. Und weißt du, was das Geile ist? Das ist cool. Guck mal, wenn du so ein kleines Horn hast wie ich, ne? Da kannst du dein Horn da reinstellen. Bitteschön. Krass. Ja, ich hab gesehen, und der macht Sachen selber. Also ja, ich hab auch eins. Also ich hab das wirklich mitgebracht für dich. Ey, extra personenbezogen mit Thors Hammer. Ey, danke schön. Das ist natürlich männlicher als Herrenpralinen, oder? Ja, warum das? Oder sind Herrenpralinen männlich? Da ist doch Schnaps drin, also alles gut. Nee, danke schön. Ja, das werde ich natürlich dann in Ehren halten. Jo. Jo, das packe ich erstmal weg. So, dann schenke mal ein. Ja, halt du mal die Hörner. Jo. So. Bin ich schon gespannt, wie du den findest. Der sieht auf jeden Fall sehr besonders aus. Ich habe, das habe ich noch nie gesehen. Das ist richtig. Also das ist auch der einzigste, den ich kenne mit Rose. Also riecht auch ein bisschen nach Hagebutte, ne? Hagebunde. So. Skull. Jo, würde ich auch mal sagen. Das ist seltsam. Das ist seltsam. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich brauche noch mal einen. Was sagt der Meister? Okay, dem fällt dazu nichts ein. Der ist so anders. Das ist was ganz anderes. Also, der schmeckt, das ist wirklich dieser dunkle, flüssige Honig. Kennst du, ne? Ja. Diesen, ich weiß nicht. Ja, was ist Waldhonig, das? Ne? Ja, Waldhonig, genau. Dieser Waldhonig, so sieht er auch aus, ne? Ja. Das ist wie so ein Waldhonig mit so einem Schuss der Hagebutte. So. Ja, aber das ist Rose, die Rose kommt auch durch. Ja, doch. Stimmt. Also, das ist was Feines. Das ist halt was ganz anderes. Den trifft man auch wirklich selten an. Das ist, also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das kommt aus Litauen. Der schmeckt echt, also der hat so ein wirklich dieser Waldhonig-Geschmack. Der ist richtig da. Das ist, oh, da steht tatsächlich eine Internetadresse drauf. Ja, sag mal an. L4.com. Was? Elfia, wie Elfen. Ach so, E-L-F-I-A. Elfia. Okay, 11,5. Ist das der stärkste hier heute Abend? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, der hat 12. Der da? Nee, der hat 11. 11. Was haben wir noch? Hier haben wir noch 12, ja. Hier ist 12. Ach, 12, ja. Und der hat hier auch, glaube ich, 11, oder? Ja. 11. Ja. Und der hat 12,5, ne? Richtig. Ja. Nee, der hat 12, der hat 11,5. Ach, 11,5. Ja gut, okay, dann ist der. Schmeckt aber stärker, der hier. Ja, gar nicht mal so gut. Nee, ich finde ihn gut. Ich bin gespannt, wie der warm schmeckt. Weil ich finde, der hat irgendwie mehr Honig als die anderen. Das sieht doch schon mal gut aus. Der letzte Met wird erwärmt. Der letzte Met für heute. Von dem haben wir in hohen Tönen geschwärmt. Also warm kann ich mir den noch überhaupt nicht vorstellen. Nee, gar nicht. Hast du, obwohl, du hast ja gesagt, das ist dein Lieblingsmet, ne? Ja, so kalt finde ich den so. Wollte ich gerade sagen, warm hast du den noch nie getrunken? Nee, ne? Tatsächlich nicht. Das Problem ist, den kriegst du so selten. Und wenn du dann mal eine Flasche hast, dann sparst du dir die immer auf für gute Zwecke. Ich dachte, heute ist ein guter Zweck, ne?
Also die liegt jetzt nicht 5 Jahre im Keller, aber ein halbes Jahr liegt die schon da. Deswegen. Was ist eigentlich mit deinem Moor, mit deiner Moorbutter? Irgendeiner meinte, dass die weg ist. Wer sagt die? Dass du die nicht wiedergefunden hast. Nein, also wer es nicht kennt, ich habe eine Moorbutter hergestellt. Eine Butter im Moor vergraben. Ich war letztens da, ich wollte die bergen, ich hatte versprochen, dass ich das im Februar mache. Doch durch die Wetterlage, da ist alles überschwemmt, ich finde den Platz einfach nicht mehr. Ach so. Ne, also ich weiß, sie ist da, ich weiß auch ungefähr, wo die ist, aber da steht da 50 cm unter Wasser und da macht das Bergen auch keinen Spaß. Deswegen wird sich das noch ein bisschen verzögern. Mhm. Wir hoffen auf gutes Wetter und macht ja nichts. Eigentlich soll man die ja 2 Jahre lagern. Zeit hast du. Nee, weil ich lese ja auch die Kommentare, die deine Zuschauer da schreiben. Und dann dachte ich mir so, das war bei dem Video, wo du da unter Tage warst. Ach so, ja. Und da dachte ich mir so, wo erzählt der hier irgendwas von dieser Butter? Der hat doch nichts von der Butter erzählt. Wieso schreibt da einer, schade, dass du die Butter nicht gefunden hast? Und weil ich von der Butter ja wusste, dachte ich mir so, okay, jetzt fragst du mal. Ja, leider, wird noch kommen. Werde ich auf jeden Fall noch bergen. Und den Kerl hier, den lade ich mal auf so ein Stückchen ein. Mal gucken, ob der mir auf den Teppich kotzt oder... Es ist ja eine Delikatesse. Also ich habe Respekt. Mit einem starken Magen und einem ordentlichen Schluck Met, dann geht das, ne? Ich habe Respekt. Also, weil ich weiß ja gar nicht, was für ein Geschmack, was für eine... Ja, für eine Bewusstseinserweiterung, ja. Was erwartet. Wer heißt nochmal dieser Sternekoch aus Amerika? Kennst du den? Gordon Ramsay. Ja, Ramsay, ich lade dich persönlich ein. Kommst du zu mir nach Hause, ich lade dich ein auf Moorbutter, ne? Musst du lieber Bear Grylls einladen. Bear Grylls kommt. Wie sieht's denn aus jetzt da? Hm? Jo, fertig ist er. Schön. Der sieht wirklich aus, als würdest du Honig eingießen. Jo. Von der Farbe. Flüssiger Honig. Nee, das sieht aus wie Kaffee. Kaffee? Der muss dunkler sein. Ich liebe ja richtig. Ja, ich rede natürlich von Eichelkaffee oder sowas, ne? Ah. Was meinst du? Nee, ganz ehrlich. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem ganzen Mädchen, ne? Irgendwie sage ich so, boah, ich habe gute Laune, alles schmeckt. Alles schmeckt da, alles. Was würdest du denn sagen, was ist jetzt so dein Favorit hier aus diesen 5 verschiedenen Flaschen? Das ist schwierig. Das ist echt schwierig, weil das tatsächlich... Fehlt da nicht eine Flasche? Ja, haben wir die schon leer gemacht vielleicht? Ach, die habe ich, der rote. Ja, ja. Also, ich fand ja ihn hier ganz interessant. Den Mert. Der war ganz interessant, vor allem als er warm war. Das wird übrigens Miet ausgesprochen, ne? Der Mert. Dann er hier, der ist kalt, sehr aromatisch, schmeckt sehr nach Blumen. Also ihn hier kalt, ihn warm. Und ihn hier finde ich kalt und warm, schmeckt beides gut. Genauso wie ihn hier. Aber guck mal, fritsch und fest. Den finde ich auch kalt und warm gut. Ja, eigentlich müssten wir den nochmal mit so einer Prise Schnee verkostigen, ne? Oh. Aber da verwässern wir das Ganze ja, ne? Skandal. Aber wir könnten auch... Ach nee, das geht nicht. Doch kalten Met auf den Schnee kippen und dann so ein Meteis essen. So ein Meteis? Oh, das machen wir jetzt. Pass mal auf, das machen wir jetzt. Ich form dem Sortis jetzt ein Hörnchen und dann machen wir eine Kugel Meteis. Pass mal auf. Ich mach das. So, Schneekugel habe ich. Jetzt nehme ich einfach mal den hier. Der ist mir gerade am nächsten. Soll ich dir das einmal drauf kippen? Ja, komm, ich mach mal drauf. Halt das mal so ein bisschen, dass du da nicht nass wirst. Ich hoffe, es schmilzt. Ich muss mal ganz einen kleinen Tropfen. Ich habe gut gedrückt, das Eis, dass es nicht schmilzt. Oh, das sieht aus wie vom Hund. Das. Du sollst nicht den gelben Schnee essen, du hast doch keine Ahnung. Ey, ohne Mist, ne? Ey, da kannst du jeden Flaschi oder Slushy da für wegschmeißen. So, Feinschmecker-Sortes, der sagt, das schmeckt. Das ist echt gut. Du musst den nur festmachen, ne? Dass er nicht... Komm. Ich will auch einen. Ich will aber, warte mal. Willst du den dunklen? Ja, gib mir mal meinen roten. Meinst du den? Ja. Okay. So, dann sieht man das auch ein bisschen besser hier. Oh, das war zu viel. Geht schon. Ja, passt. Hier. Das schmeckt wirklich gut. Slush.
Das ist genial, ohne Scheiß. Das ist geil, oder? Das schmeckt richtig gut. Also, so gut hätte ich es wirklich nicht erwartet. Ja, habe ich auch nicht gedacht. Ey, das hat richtig Geschmack. Hammer. Also, ja, ey, ohne Witz. Leute, wenn ihr das nachmachen wollt, ne, viel Spaß. Da könnt ihr erstmal ein paar Jahre warten, bis es überhaupt mal wieder Schnee gibt. Nicht jugendfrei. Oder ihr fahrt nach Norwegen. Nee, also wirklich sehr gut. Ja. Boah, kalt, ey. Ja, Prost hier. Nee, mit der Kugel. Mit hier. Der Kugel. Scheiße. Der Sortes hat schon einen im Kahn. Ja, das verbitte ich mir. Wir beide werden jetzt diese Flaschen hier noch vernichten, damit wir den Weg auch überhaupt hier rausfinden. Ne? Weil, ach so, ist, zur ja, Unterstützung, ja. Navigation in Flüssigkeit. Genau. Ja, wir danken auf jeden Fall den Imkern für ihre gute Arbeit. Ja, sehr lecker auf jeden Fall. Ne? Könnt ihr wirklich kaufen, wenn ihr die mal seht, supportet die, ne? Nicht irgendwie hier so ein Großkonzern. Oder wenn ihr noch eine gute Marke kennt, sagt jo, uns Bescheid. Wir opfern uns auf und testen ja, das. An alle Imker, schickt uns Met. Wir verkostigen den sehr gerne. Ruhig auch einen ganzen Kasten, wenn er gut ist. Wir haben jetzt genug getestet. Mehr haben wir nicht. Das Video ist zu Ende. Wir machen uns noch einen schönen Abend. Wir machen ihn noch platt. Das kannst du ja nicht stehen lassen. Ja, das wird ja schlecht hier. Jo. Wobei, Met wird, glaube ich, gar nicht schlecht, ne? Doch, doch. Ja, okay, der wird schlecht. Ja, der muss vernichtet werden. Der muss okay, ganz schnell vernichtet werden. Ja, Leute, werden, bevor das hier ausartet, ich verabschiede mich. Ne? Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Urviech. Ja, und Sortes hier beim Met verkostigen. Und wenn das Video online geht, wisst ihr, wir haben aus dem Wald rausgefunden. Ja, es war ein absolut schöner Tag. Vielen Dank an das Urviech für die Einladung und für die absolut tolle Location. Das war schon traumhaft an dem Ort. Hat richtig Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst es uns beiden doch einfach in der Videobeschreibung wissen. Guckt einfach mal beim Urviech vorbei. Ja, und abonnieren natürlich. Der hat das gleiche Video in seinem Stil hochgeladen. Ja, schaut euch das doch einfach dort nochmal an. Ja, und dann würde ich mal sagen, nutzt die Sonne. Wir haben noch eine.